Wie ihr sehen könnt, bin ich noch immer noch im M3 unterwegs, sag ich mal. Ich habe jetzt 670 Kilometer ungefähr drauf. Er hat ja gesagt, der Ralf Morg, ich soll so 800 Kilometer einfahren. Ich mache es bis 1000 und dann bist du auf der sicheren Seite, so für den Kopf auch. Und ja, fällt mir zwar ein bisschen schwer, immer langsam zu fahren. Also was heißt langsam? Du kannst 130, 140 fahren, aber hochdrehen und so ist nicht. Und das macht ja am meisten Spaß. Weshalb ich das Video jetzt mache hier, ich wollte mich einfach nochmal bedanken, dass ich jetzt über die 1000er Abonnentenmarke gekommen bin. Freut mich super, wirklich. Und ich habe jetzt, glaube ich, 1200. Ich hätte nie gedacht, dass das über die 1000er Marke geht, weil das ist einfach ein Hobby von mir und ich wollte euch einfach damit so ein bisschen teilhaben lassen an meiner Freude. Und ich versuche auch immer, dass die Videos ein paar Informationen für euch bereithalten, so dass es nicht immer nur das Gleiche ist, dass es nicht immer langweilig ist. Das ist mir auch sehr wichtig. Weil ich weiß nicht, ob das immer so viel Spaß macht, wenn ich immer nur mit dem M3 rumfahre. Und klar, ihr hört den Sound und ist zwar alles geil, aber ein bisschen was mitnehmen möchte man ja schon von den Videos. Ist so mein Empfinden. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg nach Essen eben halt. Das sind dann auch nochmal so 120 Kilometer. Dann habe ich ja fast die Einfahrzeit erreicht damit. Die Videos machen mir super viel Spaß und ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß da draußen. Ich freue mich natürlich weiter über eure Mithilfe, über eure Kommentare. Ich schreibe gerne mit euch da draußen und mich freut das immer zu sehen. Wie denkt ihr da draußen? Vielleicht ein paar Tipps für mich und was kann man besser machen? Ja, wie gesagt, das ist einfach nur ein Hobby von mir, macht mir super viel Spaß und ich hoffe, das kommt auch ganz gut rüber. Ja, das war es jetzt auch soweit. Was ich noch gerade gesehen habe, was mich so ein bisschen die Stimmung vermiest, zeige ich euch gleich nochmal ein Bild hier rein. Irgendjemand ist mir hinten in den Wagen gefahren, also so jetzt nicht wirklich kaputt die Stoßstange hinten, sondern irgendwie so gestriffen. Ich zeige euch gleich mal das Foto. Alter, da ist ja auch noch was dran. Ihr seht das auch nochmal. Alter, was war das denn, ey? Das geht doch gar nicht. Alter, ich habe mich gerade so aufgeregt, als ich das gesehen habe. Verstehe ich nicht. Man sieht auch nur noch die rote Farbe von einem anderen Fahrzeug. Dafür sind die Versicherungen noch da, boah. Aber da meldet sich keiner wieder. Die hauen einfach nur ab. Ey, das kotzt mich einfach nur so an. Also das ist echt der Hammer, boah. Das weiß ich auch nicht. Das ist einfach scheiße. Ja, das nervt mich einfach. Und das ist ja so, dass das genau jetzt passiert, wo ich das Video gemacht habe mit den über 1000 Abonnenten. Aber ich wollte euch das nur noch mal mitteilen. Und ihr kennt bestimmt das Problem da draußen jetzt in der Weihnachtszeit und so. Ist alles viel Stress immer. Mit den Parkplätzen und was weiß ich, wenn ihr Real, Kaufland und so fahrt. Keine Ahnung, aber man kann wenigstens einen Zettel hinterlassen oder mal kurz sagen, weiß nicht, kurz warten oder so. Oh, ja. Und dein bester Freund, die Tankstelle. Kennt ihr bestimmt. Also ich tanke immer meistens Aral Ultimate. Ob es jetzt bringt oder nicht, auch fürs Gewissen. Das ist echt ganz, ganz gut, finde ich. So. Auch wenn alle immer sagen, Ultimate hier ist Schwachsinn oder mit Shell und so. Ja, also ich kann nur davon erzählen, als ich das Problem mit dem Fünfer hatte am Anfang, also morgens, diesem Ruckeln in der Kaltlaufphase. Und ich habe dann mal Aral Ultimate getankt, war dieses Problem auf jeden Fall weg. Also das war echt der Hammer, habe ich mich schon gewundert, warum das mit Aral Ultimate das Ruckeln weg will. Ja. Und ich finde es auch ganz gut fürs Gewissen eben halt. Klar ist es ein bisschen teurer, aber bei dem 5er war es jetzt der Motor. Keine Ahnung, ob das jetzt am Sprit lag, aber ich habe da auch immer nur Ultimate getankt. Und zwischendurch dann mal nicht. Und dann habe ich es dann gemerkt beim 5er. Ja. Ihr könnt ja mal runterschreiben, wie ihr das so seht. Ultimate, bringt das was, Oktan? Also wie gesagt, das ist ja ein Saugmotor. Klar, aber Turbomotoren und so, je höher die Oktanzahl, desto besser ist das für den Motor eben halt, oder? Mit dem Turbo. Aber beim Saugmotor, ja, ich glaube jetzt nicht, dass es so viel bringt. Aber es geht ja mehr für mich um die Reinigungswirkung eben halt. Oder? Das hat ja JP auch mal gesagt da in einem Video und er hat das irgendwo auch noch mal gelesen. Und ja, es kann ja nicht schaden. Oder?
Ja, also wie sehen könnt, wollte ich mal kurz durch Mr. Bosch, weil der Wagen echt wie Sau aussieht. Und im Frühling wollte ich den sowieso nochmal komplett aufbereiten lassen, weil sonst mache ich ja immer zwei Eimer Handwäsche. Kann ich ja auch nochmal kurz das Video zu zeigen. Aber wie gesagt, bist du unterwegs und Wagen ist scheiße und dann fährst du durch Mr. Bosch, das ist vielleicht ganz okay, aber irgendwie, hier geht gar nichts. Ich weiß nicht, wie viele Autos hier stehen. Das nervt jetzt auch schon wieder. Keine Ahnung, warum das so ist. Hallo. Hallo. Ja. War da was kaputt gerade, oder? Nee, bei dem, der so hoch steht, kann passieren, dass die sich verhängen und dann wird der abgerissen. Ach so, alles aber klar. Wenn er hoch steht, muss man so. Okay, danke. Ich meinte eigentlich eine Waschanlage, aber sie dachte ihr, ich meinte den Scheibenwischer von dem vorne. Was ich fürs nächste Jahr vorbereitet habe, war, dass ich aus der M-Gruppe von uns mit jedem nochmal so ein kleines Video mache. Die stellen dann ihre Autos, ihre M-Fahrzeuge vor, das wird ganz cool und lustig. Mal auch nochmal ein paar Infos zu mit der Versicherung, Steuern und Reparaturen. Wir haben jetzt ein paar welche, die haben E46 M3, dann E92 M3 Cabrio, E93 Cabrio, E92 Coupé und M4 haben wir auch dabei, der Daniel. Ja, wie gesagt, wird ganz lustig jetzt im Frühjahr, wenn die Saison wieder losgeht. Und dann folgen auch wieder weitere Videos mit anderen Leuten. Und bis dahin mache ich noch ein paar Videos zum M3. Vom 5er kommt auch noch was, weil der fährt ja wieder schön. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Also wir haben jetzt Donnerstag. Wenn wir uns nicht mehr hören, schon mal einen schönen zweiten Advent. Alles klar, hau rein. Ciao, ciao. Look around, nobody's watching us. We're all alone. The sun is going down. Why can't you